hast es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Grüß das Pickelgesicht von mir, wenn sie wieder gut geht. Wir sollten nicht zögern. Sofort zurück nach Midgard mit dem Herzen. Dein Vater? Was soll's? Endlich verstehe ich! Verflucht, ich baumle an der Hüfte vom Geist Spartas! Nenn mich nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er es das Panzer verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihn nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du
wirst ihm nichts sagen. Aschi. Erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich hab sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Läuft vielleicht nicht ganz rund, aber es wird schon klappen. Jetzt geh an. Hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns.
das Herz. Du hast es. Ja. Handrücken. Er ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung... muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir... haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Freya, das vergesse ich dir nicht. Danke. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Das ist Vanaheim, nicht wahr? Das hast du herausgefunden? Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihm die Angst an. Vivarnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Vanen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann. Also ich habe mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler, riesige Schildkröte, du hast interessante Freunde.
Nun denn, bevor Modi uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut.
fort!
Das Boot ist gestrandet. Jemand hat vor, die Schlange.